Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge von meinen Festival-Präsentationen. Heute geht es um die Cheerio Version 1.0, mein zweiter Suit, an dem ich sehr viel gelernt habe und auch sehr viel falsch gemacht habe. Aber durch Fehler lernt man natürlich und ja, die erste Version basiert auch wieder auf einer Kokrakas-Basis. Diesmal ein wenig mit Schuppen bedeckt, wie es sich für einen Drachen gehört. Ich habe damals einen kleinen Fehler mit den Augen gemacht, wie man sieht. Ich habe mir die falschen bestellt. Und dadurch hat er jetzt eine Rundpupille anstatt eine Schlitzpupille und das Ganze sieht ein klein wenig seltsam aus. Auch dieser Kopf hat einen Moving Jaw, geht nicht so weit aus, weil ich dort nur einen kleinen Gummi eingebaut habe. Typisch natürlich das Horn von Cheerio muss natürlich dabei sein. Die Hörner sind hier auch aus Cobracast gemacht worden und mit einem Fließstoff überzogen worden, damit es ein bisschen schöner aussieht, da das Cobracast ja eine recht grobe Struktur hat. Was natürlich gut ist an dem Cobracast ist, dass es sehr atmungsaktiv ist. Dadurch schwitzt man nicht so schnell im Suitkopf und es ist doch sehr tragbar und vor allem angenehm leicht. Bei dem Suit ist noch wichtig, er hat Schuppen aus Moosgummi bekommen, damit es einfach ein bisschen realistischer wirkt. Zudem ist der Halsansatz verfestigt worden, also da kann man richtig dran ruckeln, das geht nicht ab, das wird nicht lose. Einfach aus dem Grund, weil mir die Moosgummiplatten immer an den Hals gedrückt haben und ich kann es einfach nicht ab, wenn irgendwas an meinem Hals ist. Deswegen habe ich das versteift, verfestigt, damit das nicht mehr passieren kann. Auch der Suit hat Zähne aus Fimo bekommen, auch die Zunge. Es wurde dann alles noch mit einem Klarlack lackiert und vorher die Zunge ein bisschen mit Acrylfarbe angemalt. Der Lack ist dafür da, damit es ein bisschen feucht aussieht, als wenn der Drache rumspuckt und wirklich Speichel im Mund hat. Was nicht ganz so toll geworden ist bei dem Kopf, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe ein weißes Fell aus dem Maskbildladen geholt. Nicht Fell, es ist eher eine Perücke gewesen. Habe die einzelnen Strähnen von dieser Perücke wirklich Strähne für Strähne ausgeschnitten und wieder am Kopf angebracht. Er verliert trotzdem ein bisschen Haare dadurch, leider. Aber wie gesagt, es war einfach nur mal ein Versuch. Es war, ja, ein Versuch eben. Die Augen, die sind nicht bemalt. Das ist am Rechner entstanden, das Ganze, und dann ausgedruckt worden auf Fotopapier und dann an die Augen aufgebracht. Die Augen glubschen leider ein bisschen, weil ich damals einfach noch nicht so weit war, noch nicht so viel Erfahrung hatte. Die weißen Schuppen sind nachträglich noch ein bisschen angepinselt worden mit verschiedenen hellgrauen Tönen, einfach damit es besser zu fotografieren ist, da weiß ja wie schwarz bekanntlich sehr gern Probleme bereitet beim Fotografieren. Ja, die Pfoten, die habe ich bei dem Drachen auch beschuppt, inklusive der Stulpen und der Ellbogenpartie, das Ganze mit einem Klarlack lackiert und vorher auch noch mit dem grauen Stoff, mit der grauen Farbe gepinselt, einfach auch wieder wegen der Optik. Der Klarlack ist jetzt mit der Zeit ein bisschen vergilbt, was ein bisschen schade ist, aber gut, es ist eben passiert. Die Krallen, die sind bei dem Suit auch wieder aus Fimo, auch mit einem Klarlack übersprüht und dann mit Heißkleber befestigt worden. Natürlich bei beiden Paaren. Ja. Dann geht's gleich weiter. Der Fullsuit, mein erster Fullsuit. Auch bei dem Suit sind die im Hals angefangen, gegen die schwarzen Bauchschuppen bis zum Schwanzende. Alle mit Moosgummi gemacht. Ist eine aufwendige Arbeit, finde ich aber trotzdem immer noch sehr, sehr schick. Der Schweif wackelt ein wenig mit, damit man auch beim Laufen ein bisschen
hin und her schwingen kann. Der gesamte Body ist soweit aus einem Fließstoff, den ich mir damals besorgt habe. Wie gesagt, auch der Suit hier ist im Prinzip ein reiner Testsuit gewesen, an dem ich rumprobiert habe, an dem ich getestet habe und natürlich Fehler gemacht habe, die man natürlich versucht auszumerzen, aber das schafft man einfach nicht, alles auszumerzen. Man muss lernen und beim nächsten Suit dann einfach das Gelernte umsetzen. Dann werden die Suits immer besser. In dem Suit hier hat man eine, ich sag mal, relativ schlechte Sicht. Hauptsächlich schaut man durchs Maul oder durch die Augen. Da ich normalerweise eine Brille trage, ist es ein bisschen schlecht, da ich hier drin keine Brille tragen kann. Daher ist die Sicht sehr eingeschränkt für mich. Dadurch, dass ich damals noch nicht so viel Erfahrung hatte, ist der Schwanz bei dem Suit recht aufgesetzt dargestellt. Das Problem ist, ab dem nächsten Suit komplett behoben worden. Tut dem Suit hier aber keinen Abdrang. Es hat trotzdem Spaß gemacht, mit ihm zu suiten. Ich war damit auf dem letzten Japan-Tag im Jahr 2014 und auf dem Mittelaltermarkt in Wassenberg, der übrigens dieses Jahr zum letzten Mal stattfindet. Ich habe mich damals auch einmal in Digilex probiert, die ein bisschen missraten sind. Gut, es war ein Versuch wie alles an diesem Objekt. Und ich mag den Suit trotzdem immer noch recht gern, auch wenn ich ihn so nicht mehr anziehe. Er liegt eigentlich nur noch im Schrank rum, was ein bisschen schade ist. So viel mehr gibt es zu diesem Suit hier eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dort gibt es den Chirio Version 2.0. Die nicht als klassischer Drache, sondern als Wyvern gebaut wurde. Aber mehr Informationen gibt es in den nächsten Videos. Bis dann, bye bye!